Ja, hallo zu einem weiteren Video vom Zentrum für Yoga. Immer wieder aus meinem Videostudio. Neueste Gedanken. Ja, im Endeffekt auch alte Gedanken. Denn man kann die Fragen über das Leben des Universums nicht mehr erfinden, denn die sind schon alle gestellt irgendwann worden. Und so beschäftigen wir uns mal mit der Frage, mit dem Thema, hat man seinen Körper schon gefragt, warum er ständig Probleme hat, Sorgen hat, Ängste hat, Krankheiten hat? Oder geht man gerne immer noch drüber weg? Naja, der Ellbogen tut weh, ist halt ein Mausarm, Tennisellbogen, da muss jemand was machen, weil Arbeit kann aufhören und so weiter und so fort. Das heißt, man fragt das Ego, das Ich, was soll ich tun, was kann ich machen, was willst du? Wer soll das reparieren, wer soll das massieren? Anstatt mal den Körper zu fragen, hey, hast du vielleicht von dieser Computerarbeit genug? Solltest du weniger tun? Sollst du an die andere Hand nehmen? Die Seele fragen, hey, hast du auch was gesagt? Oder bist du gerade zufrieden? Oder hast du Probleme mit dem Ellenbogen, mit der Arbeit, mit sonstigen Themen? Wie werde ich meine Hauterkrankung los? Der Arzt macht das. Ach, mein Kind hat auch Neurodermitis. Naja, das ist vererbt, das schmiere ich zu. Wer fragt das Kind, fehlt dir was? Fehlt dir was seelisch? Fehlt dir was körperlich? Fehlt dir was energetisch? Hast du einen Mangel an Vitaminen? Hast du einen Überschuss an Giftstoffen? Oder bist du im Leben mit irgendetwas nicht zufrieden, was du nach außen zeigen willst, weil dir keiner zuhört? Und so sind wir bei diesen Themen oft im Außen. Man versucht im Außen das zu klären, das Ego versucht es zu klären. Geht man zum Arzt, ist auch das Ego, das Ich, der Arzt dann mit dabei, versucht es von außen zu reparieren, weil deswegen sind ja die Menschen gekommen mit dem Kind zum Beispiel. Oder der Psychologe macht etwas. Und wie viele hören wirklich in sich rein, hey Körper? Was willst du? Seele, was möchtest du? Was tut dir gut? Was ist deine Aussage, deine Message? Körper, was ist deine Message? Soll ich mir entgiften? Soll ich Dinge sein lassen im Leben? Soll ich mich mit Menschen aussöhnen? Oder soll ich zum Arzt gehen, der meinen Magendruck behandelt? Oder meinen Blutdruck? Und sind wir öfter immer noch eben in diesem Modus von außen? Irgendein Buch muss mir sagen, aber solange wir das Ego, das Ich, das Denken nicht ausschalten, werden wir in der heutigen Zeit wenig Dinge hören. Wenig hören darüber, was die Seele, was der Körper, was die Energetik, was das Universum wirklich mag. Sonst gäbe es heutzutage nicht so viele psychische Probleme. Psychologen, die Praxen platzen aus den Nähten. Kliniken sind voll mit Menschen mit psychischen Themen. Sonst gäbe es keine oder nicht so viele Spezialkliniken für Burnout, für psychische Leiden. Wo kommt es her? Und so fragt man schon ein wenig mehr wie sonst irgendwann. Aber es fragt immer auch oft das Ego. Wie kann ich das wieder glatt bügeln? Wie kann ich das reparieren? Wie kann ich meine Reizblase therapieren lassen? Man ist immer da, man will etwas diagnostizieren, man möchte etwas bestimmen, man möchte etwas heilen lassen. Und hier wäre es mal angebracht, einfach mal
den Mund zu halten, den Geist zu halten sozusagen, das Denken abzuschalten und einfach mal spüren, was ist da los? Hey Reizblase, was hast du mir zu sagen? Was möchtest du mir sagen? Habe ich überhaupt schon mal richtig hingehört? Und hier wäre ein wichtiger Schritt in der Gesundung der Menschen, dass sie einfach mal Ruhe geben. Oder auch Therapeuten, dass sie die Aufgabe mehr an den Patienten wieder abgeben. Hey, schau mal da und dann kommst du in 2 Wochen wieder und dann schauen wir, was hast du rausgefunden. Ja, und immer wieder geht es dann weiter im Alltag. Es muss laufen, das Rad, das Hamsterrad muss immer laufen und es hört nicht auf. Das Hamsterrad, es muss weitergehen, weiter, bis der Mensch manchmal zusammenbricht, im Burnout landet oder mit dem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt, statt dass man hinhört. Was sagt mein Hals, mein Nacken? Habe ich zu schlechte Haltung? Habe ich zu viel Druck? Sitzt mir der Chef im Nacken? Oder hast du was ganz anderes zu sagen? Ohne dass ich es schon wieder interpretiere. Auch ganzheitlich ist eine Interpretation immer mit dem Ego. Und wenn man mal einfach Ruhe gibt und einfach da reinspürt und es so lässt, findet man vielleicht irgendwelche Dinge heraus. Doch, wie gesagt, der Mensch ist immer noch oft getrieben. Auch die ganzheitlich Denkenden sind immer noch in einem Hamsterrad drin. Halt in einem grünen Öko-Hamsterrad, aber oft immer noch in einem Hamsterrad drin. Und es ist nicht einfach, wie man weiß, die Seele, den Körper, den Geist auseinanderzunehmen und wirklich hinzuschauen und wirklich die Augen aufzumachen und wirklich auch Ruhe zu geben, um den Körper, die Seele sprechen zu lassen. Was ist los? Und vieles, wie gesagt, wird immer noch ein wenig überhört oder sehr viel überhört. Und man hört gerne auf andere Menschen, was die einem sagen, Therapeuten, sonst wer. Statt dass man beginnt, selbst erstmal an sich zu arbeiten, vielleicht in Begleitung eines Therapeuten, aber eben auch nicht zu viel, weil man sonst wieder so die Eigenkreativität aufgibt. Und es ist ein ständiger Prozess, der immer wieder losgeht von Neuem. Jeden Tag steht man auf und es geht wieder wie von Neuem los. Was habe ich heute? Was ist heute? Wie geht es mir heute? Und so könnte man versuchen, eben nicht zu viel zu denken und zu interpretieren. Warum passiert mir das? Warum dies? Warum jenes? Sondern einfach mal geduldig sein. Was ist da los? Natürlich auch nicht zu viel geduldig, dass ich mit meiner Bandscheibe 20 Jahre warte und dann ist sie völlig hinüber, sondern eben einfach mal auf den Körper hören. Hast du auch was zu sagen, ohne dass ich deine Stimme gleich bewerte, beurteile, zu einem Therapeuten schicke, sondern einfach, dass ich mal das Denken sein lasse, damit ich die Stimme der Seele höre. Und es ist erstaunlich, wenn man mal still wird. Wie auch immer, durch Yoga, ich sage jetzt halt im Mund denken, oder Reiki oder irgendwas anderes, völlig egal, dass man einfach mal einfach nur hinhört. Und es ist ja in Gesprächen, wie ich auch in vielen Videos schon gesagt habe, über das Zuhören, es wird oft nicht zugehört, sondern hört was und der Körper sagt, Ellenbogen, schon wird bewertet, Tennisbogen, ah, das kenne ich, dass die Sehne verspannt und das entzündet und da kriegt man dann dies und jenes und welches. Dann ist man schon wieder in einem Bewertungsmodus. Da hat man einfach mal versucht, nichts zu bewerten, aber das ist eben eine große Aufgabe. Weil wir haben ja gelernt, zu vergleichen, zu diagnostizieren, da geht man ins Internet,
Da pumpert es im Dreivierteltakt, im Walzertakt oder im sonstigen Takt. Und dann ist es ein Galopprhythmus und dann hast du dies und das und jene Erkrankung und dann musst du zum Arzt, bei dem musst du nicht zum Arzt. Und man hört gar nicht hin, dass man nichts bewertet, nicht nur sofort nach einer Antwort sucht, sondern dass man einfach erstmal lauscht. Wie wenn man an einen Bach kommt, man hört das Wasser rauschen, dann denkt man auch nicht, ah, das ist der und der Fluss und der fließt dann dahin und der dient die Geschwindigkeit, sondern setzt man sich hin und schaut dazu, wie da die Fischle schwimmen oder ein Boot von einem Kind da schwimmt oder irgendwas anderes, wie es rauscht, wie es plätschert. Und sobald man anfängt zu denken, wo kommt der her, wo fließt er hin, dann ist dieses Zeitige, dieses Momentane schon wieder verloren. Kann man noch zuhören, ohne das Denken einzuschalten? Wer so da tiefer gehen möchte, kann ich immer nur Jiddu Krishnamurti empfehlen, der genau hinhört und alles gnadenlos aufdeckt, was man tut. Und da gibt es dann keine Ausreden, ja, aber ich und so, sondern einfach, so ist es und fertig. Und so wäre es angebracht, wie gesagt, mal hinzuhören, was ist hier los? Ohne Bewertung, ohne Einordnung, ohne Schublade, sondern einfach mal den Mund hält und lauscht. Ja, bedanke mich und dann hören wir uns, sehen wir uns mal wieder. Ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren auf YouTube und Kommentare hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal.